Naja, es kann passieren, dass es sich verwirrt und dann sich dann selbst verletzt. Ich bin jetzt mal Sunny. Und Kopfnuss. Ja, cheat einige KB ab. Sehr schön. Garados, egal was für eine Farbe es hat, hat eigentlich auch die ganz normale Fangquote wie normale Garados, oder? Ich denke mal. Naja, dann versuchen wir es mal mit dem Superball. Eins, zwei, drei. Oh, verflixt! Und zu geliebt. Gut, wir versuchen es trotzdem zu fangen. Ist ja ein Shiny und Shinies sind auch sehr selten. Eins. Okay. Ich hab's gewusst, dass es irgendwann mal aufwacht, aber das ist ja weiterhin nicht schlimm. Und noch einmal den Superball werfen und eins, zwei, drei. Es will nicht drin bleiben. Und so viele Superbälle haben wir auch wieder nicht. Das ist leider nicht gut. Dann müssen wir es leider besiegen. Eventuell. Eins, zwei, drei. Ja, toll. Garados wurde gewonnen. Ja, ich hab's mir eigentlich schon was gedacht, dass es genau die gleiche Fangquote hat. Und wir werden es nicht benutzen. Da wird's blau. Blau. Oh, es ist grausam. Größe 605 Meter, Gewicht 200. Das Viech wiegt mehr als Lamus. Das erste Shiny. Wird es das letzte sein? Man weiß es nicht. Und wir erhalten rote Haut. Das ist auch sehr wichtig, denn wir gehen jetzt. Oh, wir müssen jetzt hier erstmal an Land gehen, denn da ist Siegfried aufgetaucht. Der Champ der Kanto-Region. Naja, der Bade-Champ. Dieser See ist voller Garados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Carvador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen dem Gerücht hier? Du bist da wieder. Ich bin Siegfried. Und du bist wunderhübsch. Ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst da wieder. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meiner Nachforschung helfen? Na klar, exzellent. Es sieht so aus, als würde jemand die Garabatore im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiorufsignal aus Manorago. Ja, City. Ich werde auf dich warten, David. Nium und es. What the hell? Ich will auch. Was für eine andere haben wir da? Haben wir überhaupt eine andere? Wenn ja, was für eine? Nein, wir haben keine Ahnung. Wir haben aber trotzdem rote Haut. Brauchen wir? Für was? Wisst ihr das nicht? Alter, ich zeig's euch. Einen Moment. Lebensschirm. Okay, Anziehung, Zornklinge, Fliegen, Surfer. Surfer können wir ja eigentlich auch lahm beibringen. Und Aquaknarre damit vergessen lassen. Wir werden wahrscheinlich sowieso eine Eisattacke irgendwie mal finden, glaube ich. In der Eishöhle müsste eigentlich eins da sein. Also nach Mahagonia City. Aber wir müssen ja jetzt erstmal wohin fliegen. Und wir fliegen jetzt öfter mal nach Fossalia City. Denn wir gehen jetzt mal zu Mr. Pokémon. This is a good name. This name is Leslie. Oh, unser Trainer schaut auch nicht mehr gut aus. Der wird sterben, liebe Freunde. Nacht. Und ein Weber reibt sich nackt. Aber ich denke mal, wir werden jetzt öfter mal Entei, Raikou und Saikun oder so in Ruhe lassen. Auch wenn es kommt, werden wir versuchen, es Schaden anzurichten und dann werden wir euch mal schauen, ob wir auf den Jäger hochgucken hinten werden. Aber ich glaube, X-Bad wird es sowieso oder Ballbad Horrorblick erlernen können. Also würde das eigentlich auch gut als auch ein gutes Jäger-Pokémon dienen. Aber das Problem ist, ich hätte einen Gengar geholt. Aber wir wollen ja hier in der Raum und Emulatoren Gengar kriegen. Also irgendwie und
Diese Haut. Was ist das? Ein rotes Garados? Das ist selten, ich muss es haben. David, möchtest du es tauschen? Ich kann dir den EP-Teiler, den mir Professor angegeben hat, anbieten. Na klar, bist du ein Pokémon-Trainer. Was hast du, ein EP-Teiler? Achso, du teilst deine EPs damit. Das Leben ist schön. Es gibt mir etwas zu entdecken, okay? Mal schauen, was du entdecken wirst. Wundersaat ist halt nur... Wir geben den EP-Teiler den Lahm. Genau. So, damit bekommt er auch ein paar EPs ab. So dass wir nicht hoch trainieren müssen wie andere komischen Zittiche nicht. Gut, jetzt hat macht wieder ein Bösewicht-Team Ärger. Das bedeutet, wir fliegen wieder nach Marugunia City. Ich weiß jetzt alles nur noch auf dem Kopf. Bekommt der recht den Kind? Der Opida oder was? Alter Schwede. Und zwar, wir müssen jetzt in dieses Haus. Und dort... Dragoman! Hyperstrahl! Zerfetzt. Wo bleibst du da wieder? Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Oh, jetzt nehmen wir auseinander. Was macht du? Die Treppe ist hier. What the hell? Woher weißt du das? Hörst du zu, Tim? Nein! Da wieder! Wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Ciao. So. Triton geheilt, Triton geht vor, Triton fängt an. Oh. Hey, Eindringling, Alarm! Okay, das mit den Zivilitätsstatuen ist, glaube ich, dazu da, dass man Einbrecher davon abhaltet, ins Einbrecherhaus irgendwie reinzubrechen. Traumato. Oh yeah, ein Traum von Auto. Oh, Traumauto. Jetzt müssen wir von zwischen A und T müssen wir das U hin machen, dann zum Traumauto. Also deswegen Traumauto. Okay, jetzt gibt es irgendwie den Namen irgendwie keinen Sinn mehr. Wenn man Traumauto öfters mal sagt und dann Traumauto sagt, wird es dann langsam aber sicher behindert klingen. Ich glaube ja auch ein behindertes Pokémon, weil, hallo, wie schaut das Viech aus? Naja, am Anfang die erste Generation, die sind immer noch besser als gar keine. Damit könnten wir jetzt eigentlich Lahm nehmen, weil Level 19, was haben wir davon? Null! Aber wirklich nur, na, no. Hast du dasselbe eingebracht? Aber gibt auch ein bisschen viel EPs. Nicht so viel, aber wenig so, dass man damit leben kann. Mist, ich habe versagt. Du hast versagt, mein Hübscher. Was? Ich bin dran, zum Kern kommen. Jetzt müssen wir gegen 100 Team Rockets antreten und unten rechts war ein Pokéball. Bist du ein Mordball oder Elektroball oder Mewtwo oder Mew oder Despota oder ich? Hör ich. Oder Adolf Hitler. Den Namen darf man ja schon noch verwenden, also sowas ist nicht verboten, oder? Aber halt, weil ich komischen Handbewegungen machen, das ist ja streng verboten und ich glaube, das wird auch niemand mehr machen wollen, das ist einfach diskriminierend. Und ein, oh, der schleimt ein bisschen mich an. Ja, da könnten wir gleich lahmen, der. Hallo? Leichtes Spiel für ihn. Cooler Skin von Slime A. Gut, Volltreffer, ja toll, dann Volltreffer braucht es jetzt auch nicht mehr zeigen. So, was hast du denn jetzt noch anzubieten? Eine Rattepratz. Naja, wir haben starke Verteidigung, muss ich echt schon sagen. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Oh, bist also die Petze? Dort? Nein. Oder doch? Nein. Oder doch? Nein. Gehen wir einfach mal links weiter. Ich habe das Gefühl, da geht's weiter. Aber bevor wir das machen, werden wir Lahm an erster Stelle tun. Das ist sehr wichtig.
So, der erste mit einem Traumauto. Na toll. Und der nächste mit einem Pferd. Okay, dankeschön. Und der nächste kommt von hinten. Hey, das soll vielleicht kein Gangbang hier werden, ne? Oh Gott. Bin ich für Konfusion? Warte mal, wenn Lahm jetzt mal EPs bekommt. Ich muss mal drauf achten, ich glaube, der bekommt zweimal. Lahm erhält 108. Lahm erhält. Ja, toll, das. Was ist denn das für ein Kack? Das hält sich ändert. Ich habe einen Glitch gefunden, Freunde. Das ist ja sowas von peinlich. Und nochmal ein Slimer. Wie die alles voll schleimen. In dem Pokémon-Status sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, mit so einem Geheimschalter. Hab ich dich schon wieder besiegt, oder was? Ach so, ich glaub schon, ne? Naja. Hallo! Hey, bist du glücklich, Punk? Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in dem Brot eingebaut. Ja, du bist. Dein Gesicht steht auch nur aus Fallen. Okay, vier Pokémon, Ratz, in den Kampf. Ratz. Und der Philipp Lahm. Der war aber auch, naja, sag mal, er hat den schwersten Fehler Deutschland gegen Italien. Ich sag nur Balotelli, der meistgehasste Deutschland für ein paar Tage, das kann ich euch versichern. Ich glaube, der braucht sich hier Deutschland nicht mehr blicken lassen. Nein, jetzt nicht gegen irgendwie Rassenhass oder sonst irgendwas. Davon habe ich null. Also echt null. Aber was ich alles von anderen Leuten gehört habe, was die gehört haben, zum Beispiel jetzt, ja, waren Kunden von mir im Einkaufszentrum. Ja, da war dann ein Vater mit seiner Tochter und seine Tochter hat gefragt, ob sie Pizza möchte, ne? Und der Vater hat zu ihr gesagt, nein, jetzt, es gibt nichts mehr Italienisches zu essen, da die Spaghetti-Fresser lieber in ihren eigenen Land wieder zurückgehen sollten und bla bla bla. Und sowas ist echt hart, also sowas braucht man nicht, nur weil jetzt Deutschland gegen Italien verloren hat, zu Recht sogar. Deutschland hat sich nicht so angestrengt, also das habe ich selber gemerkt, weil Italien hat die Chance mehr genutzt. Als in Deutschland finde ich selber da, ja, was soll ich da noch so richtig großartig sagen? Das ist so. Italien hatte 3 Chancen, 2 haben sie verwandelt. Deutschland 6, über 10 Stück und haben gar nichts verwandelt, nur beim Elfmeter, aber das ist trotzdem 0. Ich habe nach 70 Minuten die Fernseher ausgeschaltet. Weil ich mir schon gedacht habe. Ein Tor kommt eventuell noch, aber nicht so. Also bestimmt nicht so, weil. Wow, ein Tor in Elfmeter am Ende. Ich bin selber Deutschland-Fan, ne? Aber gestern hat auch Spanien gegen Italien gespielt, Spanien souverän mit 4:0. Das ist doch wunderschön. Oh Gott. Ey! Geh doch noch hin! Warum? Boah, das ist doch so.